Does this really happen here? I can't believe it's true. Hi, ich bin Anna und das siebte Semester meines Pharmaziestudiums ist rum. Irgendwie krass, weil wir so dieses Semester viele Inhalte hatten, auf die man so von Anfang an gewartet hat in diesem Studium. Wir haben endlich Sachen gelernt, die man auch mit Pharmazie so assoziiert. Und zwar rede ich hier vor allem über die Pharmakologie. Das war nämlich dieses Semester so die Hauptklausur. Daneben haben wir auch noch eine Klausur in pharmazeutischer Biologie 3 geschrieben. Und natürlich sind auch die Ringvorlesungen parallel weitergelaufen. Und mit unserem Wahlpflichtfach bzw. bei uns im Münster Pharm School Projekt haben wir uns auch ein bisschen intensiver beschäftigt als in den Semestern davor. Hier fange ich erstmal an, ein bisschen was über die Pharmakologie zu erzählen. Dazu hatten wir schon die Vorlesung, die Ringvorlesung seit dem fünften Semester, wo man zwar am Anfang eine Einführung bekommen hat, aber so wirklich mit kam ich doch oft auch nicht in der Vorlesung. Und es hat sich so irgendwie interessant angehört, aber so hundertprozentig verstehen und anwenden konnte man das Wissen halt jetzt noch nicht so. Das hat sich dann zum Glück ein bisschen geändert durch die Pharmakologie-Seminare, die wir seit Beginn des Semesters dann hatten. Es war so untergliedert in verschiedene Krankheitsbilder. Also in dieser Klausur kamen jetzt auch nicht komplett alle Krankheiten dran, aber schon viele auf jeden Fall. Die meisten der typischen Krankheitsbilder, würde ich jetzt mal sagen. Also zum Beispiel Blutgerinnungsstörung, Kopfschmerzen, Migräne, Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, koronare Herzerkrankung, Psychopharmaka und Antidepressiva und noch viele weitere Themen mehr. Dazu habe ich auch ein paar Vlogs gemacht, also schau da gerne vorbei. Die Seminare waren bei uns in so kleineren Gruppen, also vielleicht so 10, 15 Leute. Und da habe ich mich auch seit Beginn des Semesters darauf vorbereitet, habe mich so ein bisschen das Thema eingelesen oder habe mir die Präsentation schon mal angeschaut. Ich habe mir bereits Karteikarten vor dem Seminar erstellt meistens und habe während des Seminars dann noch ergänzt oder irgendwie auf den Folien ergänzt und dann nach dem Seminar meine Karteikarten noch vervollständigt. Aber so hatte ich halt schon voll die gute Basis, um in den Seminaren halt gut mitzukommen. Und dann kam dazu auch teilweise noch Protokolle und dann eben auch schon das nächste Thema. Also viel Zeit zum richtig, richtig Verstehen blieb dann nicht. Eher so gegen Ende, kurz vor der Klausur. Wir mussten auch keine Protokolle zu allen Modulen machen. Das waren übrigens meistens so Theorieversuche. Also jetzt keine krassen Protokolle, war easy machbar und waren eben auch oft schon Sachen, die dann in der Klausur so dran kamen, irgendwelche Neurotransmitter und so weiter. Genau, aber abgesehen von dem Modul mit den Protokollen gab es eben auch noch Fallbesprechungen. Das fand ich auch wirklich richtig cool, weil man hatte eben einen Patientenfall bekommen und musste dann eben so ein bisschen die Beratung in der Apotheke auch üben, wie man erstmal in so ein Gespräch rangeht mit dem optimalen Patienten, der natürlich Zeit hat und sich das alles gerne anhört, was es natürlich in der Realität jetzt eher nicht so gibt. Ja, und dann am Ende dieser Seminarreihe hatten wir, glaube ich, noch so 2 Wochen Zeit bis zur Klausur. Die Klausur wurde dann mitten im Semester geschrieben. Also wir hatten danach noch so 4, 5 Wochen Zeit bis zum Semesterende. Und die Zeit zur Klausurvorbereitung hat man wirklich gebraucht. Also Pharmakologie ist ja so das zentrale Thema im Pharmaziestudium. Und ich weiß zwar, dass einige auch nicht so krass viel gelernt haben wie ich, sich zum Beispiel jetzt keine eigenen Karteikarten oder so geschrieben haben. Ist ja auch vollkommen okay, weil voll vieles muss man eben in der Pharmakologie einfach verstehen, ein paar Mal üben und dann kann man das. Das ist nicht so, wie wenn man eine Strukturformel irgendwie auswendig lernen muss, wo eben Karteikarten super helfen können. Aber ich bin mittlerweile so ein Karteikarten-Fan geworden, also ich kann dadurch viel besser lernen. Die Sachen bleiben auch viel eher in meinem Gedächtnis und es hat mir auch wirklich geholfen, die Karteikarten mir so selbst zu erstellen, weil ich mich einfach so nochmal intensiver in die Themen einlesen konnte und auch wirklich nachvollziehen konnte, was ich mir jetzt für Karteikarten schreibe. Und das Lernen ging halt auch viel, viel schneller, weil ich ja das ganze Wissen durch das Erarbeiten auch schon hatte. Ich habe mir auch sehr viele Videos zum Beispiel angeschaut. Also es war schon ein Fach, für das ich richtig gerne gelernt habe. Ich bin auch zu fast jedem Thema, ich glaube alle Themen hatte ich nicht mehr geschafft, Altfragen durchgegangen, um halt das Wissen nochmal so ein bisschen zu festigen und zu schauen, was ich mir nochmal anschauen soll. Das mache ich mittlerweile auch richtig gerne, einfach so Altfragen nach Themen sortieren und dann am entsprechenden Lerntag das durchgehen. Ja, und wie ich schon gesagt habe, das Semester war so ein bisschen zweigeteilt. Den Rest des Semesters ging es dann nämlich um die Biologie. Da hatten wir einen Kurs zur pharmazeutischen Biologie 3. PB 2, 1 und 0 hatten wir bereits im Grundstudium, was natürlich auch schon ein bisschen zurückliegt. Also so viele Grundlagen waren dann noch nicht da. Aber zumindest hatte man so Arten und Gattungen schon mal gelernt. Und die Pflanze hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Ja, da ging es eben um bestimmte Inhaltsstoffe, die arzneilich wirksam sind, die genutzt werden. Zum Beispiel Kamille oder Ginkgo oder Baldrian. Wir sind dann auch noch verschiedene Inhaltsstoffgruppen durchgegangen. Zum Beispiel Gerbstoffe oder Flavonoide mit entsprechenden Beispielen. Was doch auch nicht ganz uninteressant war. In der Schule waren Pflanzen so der Grund,
warum ich Biologie abgewählt habe. Aber so im Laufe des Studiums sind die Pflanzen immer interessanter. Für die Biologie hatten wir wieder ein paar Tage Labor. In der Pharmakologie kamen wir ja ums richtige Labor, um so Tierversuche oder so drumherum. War auch mal ganz nett ohne Labor. Aber durch das Lernen war es jetzt auch nicht irgendwie viel entspannter oder so. Das waren auch Gruppenversuche, war ein sehr chilliges Labor, hat auch wirklich Spaß gemacht, fand ich. Die Vorgehensweisen waren auch oft ähnlich, was man dann eben nach ein paar Tagen auch raus hatte. Und obwohl man eben nicht alle Versuche im Praktikum durchgeführt hat, konnten theoretisch alle in der Klausur drankommen. Zu allen Themen hatte man Seminare gehört. Diese wurden von den Studierenden gehalten. Die Assistenten oder Professoren haben dann eben noch Informationen ergänzt zu den Vorträgen. War teilweise wirklich lang, weil dann so 4 Vorträge an einem Nachmittag hintereinander waren. Aber naja, was soll man machen in der Kürze der Zeit? Also man hat ja nur noch so 4-5 Wochen Zeit für dieses Bio-Ding komplett, weil davor eben die Pharmakologie-Klausur war. In der Klausur kamen bei uns schon einige Altfragen dran, aber ich würde mich jetzt auch nie nur auf Altfragen verlassen, wobei ich die sehr gut nutzen konnte hier in der Biologie, um eben Themen zu festigen. Ich habe das auch aktiv mit in meinen Lernplan mit einbezogen, nachdem ich eben Karteikarten durchgegangen bin und mir auch die Seminarfolie nochmal angeschaut habe. Die Karteikarten habe ich mir übrigens nicht selbst geschrieben, die habe ich von jemandem aus irgendeinem höheren Semester und mit denen konnte ich auch eigentlich ganz gut lernen. Ja, also die Bio-Klausur sollte man jetzt definitiv nicht unterschätzen, vor allem weil man eben vorher diese Klausurenphase hatte und eigentlich Pause brauchte, aber dann eben noch Labor hatte und Protokolle machen musste und dann eben für diese Klausur auch noch lernen musste. Die Themen waren jetzt weitaus nicht so umfangreich wie in Pharmakologie, aber es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Vor allem, weil ich teilweise so gehört habe, dass Leute das in 3 Tagen gelernt haben. Also mag vielleicht für den einen oder anderen funktionieren, aber das wollte ich mir jetzt nicht antun. Dann habe ich lieber immer mal wieder ein bisschen was gemacht, hatte dafür aber eine nicht ganz so stressige Bio-Lernphase. Ich bin umso dankbarer jetzt um die Semesterferien, auch wenn ich jetzt gerade immer noch zur Uni muss. Ich habe nämlich Farmschool-Projekt, aber zumindest keine Vorlesungen oder irgendwelche anderen Veranstaltungen mehr. Ich muss jetzt nichts mehr lernen, keine Protokolle irgendwie machen. Wobei ich zugeben muss, dass ich dieses Semester auch wirklich sehr selten bei der Vorlesung war. Und auch deswegen konnte ich mich irgendwie in einem angenehmen Tempo auf die Klausuren vorbereiten. Zum Beispiel eben jeden Vormittag so ein bisschen, ohne eben diesen Druck zu haben. Also ich habe es einfach nicht oft geschafft, zur Vorlesung zu gehen. Und wenn man ein paar Mal nicht da war, dann lohnt es sich halt auch oft nicht mehr hinzugehen, weil man ja schon so viele Themen verpasst hat. Und ich einfach in manchen Fächern oder bei manchen Dozenten einfach nicht gut in der Vorlesung aufgehoben bin. Da kann ich allein viel schneller viel mehr schaffen. Oder auch wenn ich mich auf Seminare vorbereite, komme ich viel, viel besser mit als in jeglicher Vorlesung, weil ich halt leider einfach nicht die Zeit habe, um mich auf die Vorlesung angemessen vorzubereiten. Wenn das gegeben wäre, dann würde Vorlesung auch noch funktionieren, aber irgendwo müssen die meisten einfach Abstriche machen in diesem Studium. Und ich möchte es ungern so sehr an meiner Freizeit machen. Da habe ich auch schon erwähnt, dass ich gerade noch in der Uni bin und an unserem Farmschool-Projekt arbeite. Das ist so die Gruppenarbeit im Hauptstudium. Bei uns in Münster zieht sich das über das ganze Hauptstudium. Also vom 5. Semester haben wir die ersten Projekte bis zum 8. Und im 8. stellen wir dann eben auch unsere Projekte dem ganzen Hauptstudium vor. Und wir haben jetzt momentan unsere erste Farmschool-Woche, wo wir so ein bisschen Einführung ins Präsentieren bekommen, unser Poster gestalten über unser Projekt, unsere Präsentation beginnen und eben dieses Symposium so ein bisschen vorbereiten, beziehungsweise in Komitees so ein bisschen einteilen, wer welche Aufgabe übernimmt. Dann nächste Woche ist die Mentorenwoche, wo man nochmal so ein eigenes Projekt weiterführen kann oder ein neues Projekt anfangen kann, was so in den letzten Semestern nicht so gut funktioniert hat oder was man noch so als Forschungsfrage offen hat zu seinem Thema. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, in welchem Umfang das in anderen Uni-Standorten ist, weil da gibt es ja meistens dieses Wahlpflichtfach, aber was genau darunter zu verstehen ist, klärt mich gerne auf. Ich weiß auch auf jeden Fall, dass die Fächer, die ich jetzt in diesem Semester hatte, nicht automatisch bei allen Unis im 7. Semester sind. Aber früher oder später muss, glaube ich, jeder Pharmaziestudent durch diese Kurse durch. Von daher ist es ja auch vollkommen egal. Ich finde es auf jeden Fall krass, dass ich jetzt schon seit 7 Semestern studiere und quasi nur noch ein Semester studieren müsste und dann fertig wäre mit dem 2. Staatsexamen. Das wird sich zwar bei mir alles noch so ein bisschen verzögern, worum ich auch sehr dankbar bin, dass ich nicht diesen Druck habe, jetzt sofort im nächsten Semester mein 2. Staatsexamen zu machen. Ansonsten fällt mir eigentlich gar nichts mehr ein, was ich noch so zu diesem Semester erzählen könnte. Es war eigentlich echt ein schönes Semester. Ich fand es persönlich jetzt nicht so entspannt, weil der Themenumfang jetzt schon sehr krass war. Aber welches Semester ist schon entspannt im Pharmaziestudium? Ich denke, ich habe es mir schon ganz angenehm gemacht. Also
Es gab, denke ich, schlimmere Semester vom Lernumfang her oder von Abgaben her. Das sechste, wo wir pharmazeutische Technologie hatten, das fand ich zum Beispiel schon irgendwie ein bisschen stressiger, wobei man da wenigstens ausreichend Lernzeit hatte für die Klausur. Also irgendwie, das nimmt sich auch alles nicht viel. Ich bin sehr froh, dass ich die Klausur jetzt hinter mir habe. Und früher oder später zum zweiten Staatsexamen muss man das ja alles sowieso nochmal lernen. Schreibt gerne mal Videowünsche in die Kommentare oder irgendwelche Anregungen, die ihr habt, weil ich irgendwie nie so genau weiß, was für Videos ich bringen kann, wenn ich gerade keine Uni habe. Und ich würde mich dann auf jeden Fall freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, tschüss und bis bald.